Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Zombie Cure Lab in der Early Access. Meine lieben Freunde, wir haben jetzt mal die Tutorial-Mission, die wir in den letzten zwei Episoden uns vorgenommen haben, wo ich das Spiel so ein bisschen gelernt habe. Die haben wir jetzt mal verlassen und da habe ich jetzt mal hier, oder habe jetzt hier vor, die Sandbox-Expedition mal zu starten, weil die habt ihr euch auch so ein bisschen gewünscht, weil ihr gesagt habt, ja, da kannst du bauen, da hast du Ressourcen. Und da musst du nicht so auf deine Ressourcen achten, da kannst du auch trotzdem auch ein paar Zombie-Horden bekommen hier. Alle 10 Tage kommt eine große Zombie-Horde und ihr seht, ich habe hier sehr viele Ressourcen, 15.000 Holz, damit wir mal so ein bisschen die anderen Stufen auch mal kennenlernen von dem Spiel, die anderen Elemente, damit das nicht so lange dauert immer, bis wir da erst warten müssen, bis Zeug gesammelt wurde und so. Dann würde ich sagen, nennen wir das mal Spielbärs Chaos Lab. Starte ein neues Labor, genau. Zack. Und da sehen wir nochmal die Roadmap. Lab Control, Zombie Attacks, Higher Game Speeds, New Zombie Wave AI, neue KI für Zombie-Angriffe. Okay, da bin ich mal gespannt. Vielleicht suchen sie sich irgendwann auch Schwachstellen raus, wenn das Spiel weiterentwickelt wird. Da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht greifen die dann nicht immer nur das Tor an. Was da alles noch reinkommen könnte. Guard Management, also Wachmanagement. Verschiedene Ansichten des Labors, um es besser zu analysieren. Zonen, Arbeiterverhalten, mehr Sandbox-Optionen, mehr Schwierigkeitsoptionen, Customizing. Willkommen bei Zombie Cure Lab. Unser Spiel ist derzeit in Early Access und beinhaltet aber bereits sehr viele Inhalte. Ist doppelt gemoppelt. Und die Grundvision des Spiels. Wir haben jedoch noch viele Verbesserungen am Spiel vorzunehmen und wollen auch kontinuierlich neue Inhalte entwickeln und einpflegen. Solltest du auf Bugs stoßen, teile sie uns gerne mit, indem du unser Reporting-Tool benutzt. Im freien Spiel gibt es keinen festen Endpunkt für deine Expedition. Falls du zum ersten Mal spielst, empfehlen wir dir, dass du das Tutorial spielst. No, das haben wir schon gemacht, Professor Paul. Dann schauen wir mal. Genau, Hauptzone und... Ah, okay, ich muss jetzt das Lager erstmal bauen. So, wir haben hier irgendwie 1, 2, 3, 3 Tunnel haben wir hier. Macht es da nicht eigentlich Sinn, wenn wir das ein bisschen weiter nach hinten verschieben einfach? Dass wir das nicht so weit vorne aufbauen vielleicht. Dass wir das mehr so hier aufbauen vielleicht. Hier so. Yes, guckt euch das an. Da ist sogar dieses Türmchen hier noch mit drin. Hier haben wir sogar Erz, guck mal. Der Wahnsinn. Nice. So, warte mal. Kann ich hier raus? Platziere die Landezone. Achso, die Landezone muss ich noch platzieren. Machen wir die mal hier auf die Freifläche. Dann machen wir uns die Ressourcen nicht so kaputt. A und B, genau. Sehr nice. Guckt euch das an. Behandle deinen ersten Humbi. Meinen ersten Humbi soll ich behandeln. Jetzt muss ich erst mal gucken. Jetzt müssen wir... Brauchen wir da jetzt überhaupt Anlagen zum Ressourcensammeln? Nee, eigentlich ja nicht. Ne? Ich meine, gut, ich kann sie ja trotzdem bauen, aber... Damit wir so einen kleinen Cashflow an Ressourcen reinkriegen. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Zombie Cure Lab reinziehen in der Early Access, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist. Oder am Ende auch nochmal. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass wir uns dieses niedliche Spiel reinziehen. Das sieht schon echt putzig aus. Ich finde diese Wesen so niedlich. Diese Männchen. Die sehen schon lustig aus. Die sehen schon sehr lustig aus. Genau. Wir lassen die jetzt das mal hier so ein bisschen freifarben wenigstens. So, dann brauchten wir natürlich entsprechend die Küche. Küchenraum. So, das machen wir mal wieder alles so ein bisschen hinten hin. So, und die Küche, die sollte ja laut Anleitung eine 10x10 Fläche abdecken, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann baue ich da jetzt schon mal zwei Anlagen zur Fleischverarbeitung. Weil Fleisch wird irgendwann halt... Mega wichtig. So, und dann machen wir da jetzt schon mal hier so einen Futterstand noch. Dann die Humbis, die müssen ja auch Nahrung abbekommen. Genau, wenn ihr übrigens nicht wisst, was hier abgeht gerade, empfehle ich auf jeden Fall, wie gesagt, die Folgen anzuschauen, die davor schon kamen. Ganz wichtig. Weil
Das ist schon nicht ganz so einfach. Also, wir müssen halt nicht nur die Büro, also die Labormitarbeiter versorgen, die Wissenschaftler, die die Zombies entzombifizieren sollen, sondern wir müssen natürlich auch die Humbis versorgen. Die Humbis haben mehrere Stufen, da wird das alles so ein bisschen erklärt halt. Ist also gar nicht so schlecht, wenn man das so ein bisschen sich schon mal so reinzieht. Genau, so, dann würde ich sagen, mach mal ein Tor hier rein, direkt hier vorne, weil dann können sie nämlich da den Wald und die Steine hier drüben abfarmen. So, und jetzt haben wir gesagt, wir wollen das Heilungslabor, das Forschungslabor für die Heilung auch, das wollen wir möglichst nah ranstellen ans Tor, damit das so zwischen Tor und Angel quasi ist und vor allem auch beim Ressourcenlager so ein bisschen in der Nähe. So, das heißt, Labor, das bauen wir jetzt gleich erstmal zuerst auf. Und das braucht eigentlich sehr viel Platz, von daher können wir eigentlich da relativ großzügig vorgehen. Machen wir das mal hier so hin jetzt. Machen wir da mal, warte mal, können wir das 10x10 aufbauen zufällig? 10x10. Machen wir da mal ein 10x10 Gebäude draus. So. Und dann können wir da nämlich auch gleich direkt die Tür hier, vielleicht zwei Türen direkt auch bauen. Eine hier und eine hier. Dann können sie nämlich hier zum Lager und hier. Genau. Und dann brauchen wir Forschungstischchen. Machen wir das mal so. Und dann vielleicht hier noch einen hin. Passt da einer noch direkt daneben zufällig? Ja, sieht gut aus. Okay. Haben wir zwei Tische da direkt nebeneinander? Ich mache erstmal zwei Tische, das reicht, glaube ich. Wir haben ja, glaube ich, auch. Wir haben ja Forschungspunkte, guck mal. Das sieht ja sehr gut aus. Behandlungskammer ist auch schon schräg gefaltet. So, da mache ich auch gleich zwei Stück. Und das war nämlich genau das Problem beim letzten Mal. Die waren immer ein bisschen frickelig zu platzieren, die Dinger. Ich probiere es jetzt mal. Muss noch mal genau gucken, warte mal. Der Humbi kommt vorne rein. Und die müssen halt an alle Seiten von dem Gerät ranlaufen können. Das macht es eben ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich warte erstmal, bis die Bäume weg sind, damit ich dann genau sehen kann, wo ich das hinplatziere, weil sonst ist das wieder ein bisschen fummelig. Genau. So, Küche ist gleich fertig. Schlafraum brauchen wir noch. Und Stromo, genau. Stromo muss noch platziert werden. Und dann brauchen wir noch den Schlafraum. Den macht man mal hier hin. Das war, glaube ich, auch 10x10, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall können wir die Räume durchaus auch größer machen. So, und dann braucht man ja dann die Verteidigungsanlagen, beziehungsweise auch das Blasebalg und sowas. Aber das müssen wir ja auch, glaube ich, erstmal erforschen. Das war zumindest so. Aber da haben wir schon mal so die grundlegenden Sachen jetzt. Was ist eigentlich das für ein Deko-Objekt? Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, solche Deko-Objekte zu platzieren. Was das genau bewirkt, vor allem, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal schauen. Und Mikey hat auf Prime abonniert. Ein Jahr schon. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Was Day Raider geschrieben hat. Was hat denn Day Raider geschrieben? Sprengzombies. Die Abschusszone planen. Ja, stimmt. Das müssen wir auch noch machen. Ich baue es jetzt aber erstmal so auf. Ich baue es jetzt erstmal so auf, weil jetzt müssen sie erstmal das Grundsätzliche bauen. Und dann können wir gleich mal gucken, wie wir das gleich mit der Abschusszone machen. Weil die kommen ja immer, wie gesagt, die Zombies kommen immer nachts zum Tor gelaufen. So, das heißt, wir können sie quasi schon mal dahin pullen, indem wir die Tore an eine bestimmte Stelle setzen, wo wir sie haben wollen. Das ist schon mal ganz wichtig, die Info. So, Forschungsdings steht jetzt. So, jetzt will ich mal gucken. Jetzt will ich diese Heilungskammer schon mal platzieren. Ja, das ist eben das Ding. Ich glaube, aber wenn ich sie so baue. Hier an die Wand ran, dann müsste das doch gehen, oder nicht? Und dann die andere einfach gegenüber an die andere Wand. Da müssten die doch da hinkommen, oder nicht? Und dann noch Strom setzen. Weil das war nämlich ein bisschen schwierig bei dem letzten Mal, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Da haben die nämlich teilweise so ein bisschen Probleme mit der Wegfindung gehabt. Bei den Anlagen. Hier, warte mal, wir machen das mal so, dass wir den Strom von hinten ranlegen, glaube ich. Das könnte schlauer sein, dass der da nicht im Weg steht. Dass der von der Außenseite kommt und nicht, dass wir da nicht innen drin die Masten hinstellen, weil dann kommen sie da wieder. Hier kommen sie auch nicht ran. Warum nicht? Die können doch hier lang laufen, oder nicht? Oder können die nicht vorbei an den Bäumen hier? Das verstehe ich gerade nicht. Manchmal ist das komisch. Also manchmal verstehe ich die Wegfindung von den Figuren nicht so ganz. Warte mal, dann machen wir das halt anders. Dann machen wir das halt so, dass wir den. Dass wir hier vorne noch Masten lang setzen. Dann vielleicht brauchen wir ja da an der Mauer auch irgendwann mal Strom. Und dann machen wir es halt so. Guck mal, so geht's nämlich. Dann werden sie von der Seite dann mit Strom versorgt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das so passt hier.
Müssen wir mal schauen. 17 Uhr ist es jetzt schon. Wie schnell die Zeit vergeht, kann ich da noch sagen. Die stehen ja alle rum irgendwie. Kann ich denen hier noch einen Typen zuweisen irgendwie? Ja, guck mal. Weisen wir denen mal noch einen zu. Denn dann wird nämlich auch schneller gebaut. Genau, guck mal. So, dann müssen wir hier noch Leute zuweisen. Die lassen wir mal nur tagsüber arbeiten, die in den Zombifizierungslaboren arbeiten. Denn da brauchen wir sie nur tagsüber und nachts müssen sie dann halt woanders arbeiten oder haben halt frei. So, das ist jetzt auch fertig. Sehr schön. Das sieht gut aus. Das sieht ganz ausgezeichnet aus. So, jetzt können wir doch schon forschen, oder nicht? Hier, genau. Wir brauchen eine Einfrierung. Das brauchen wir. Wachen ausrüsten. Das brauchen wir. Wo ist denn dieses Blasebalg jetzt nochmal? Hier, das Blasebalg brauchen wir. Was ist das? Metallproduktion. Ja, das ist auch gar nicht so unwichtig. Genau, mal alles schreif halten, was geht. Okay, hier geht noch nichts. Produktion haben wir jetzt alles schon. Bedürfnisse. Genau, da machen wir mal gleich schon den besseren Fitnesstrainer, Waffenschrank. Ah, stimmt, wir können ja die Laborstufe schon verbessern, fällt mir mal gerade so auf. Da haben wir ja schon genug Zeug. Was ist das hier? Beruhigungsstation 2. Waffenschrank, Schneeballwerfer 2. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier in die Vollen, ne, würde ich sagen. Schneesturmerzeuger, Elektrizität, sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen was schreif halten. Ich schreie jetzt einfach mal alles falsch. Nice. So, und dann gucken wir mal. Wir müssen Verteidigung bauen. Wir brauchen erstmal Blasebalg. 3 Stück nebeneinander. Können wir da gleich mal richtig Gas geben. Und dann hier vorne gleich mal eine Schneeballmaschine. Eine neue Schneeballmaschine. Schneeballwerfer 2, genau. Bin mal gespannt. Der müsste ja eigentlich schneller sein. Stromo wird gebraucht. Was ist eigentlich der Strommast 2? Ah, der Strommast 2 hat eine größere Abdeckung. Das ist natürlich nice. Dann bau den mal da so hin. Einbruch der Nacht. Alarm. Alle rein, alle rein, alle rein. Tja, wie sie da kauern. So, und dann schließen wir mal das Tor ab. Oder, ach, in der ersten Nacht kommen, glaube ich, keine, oder? Nee, in der ersten Nacht kommen, glaube ich, keine. Da war das ein Probealarm. Alle haben gut reagiert. Genau, alle haben gut reagiert. Probealarm, können wir aufhören wieder. Alles gut. Lassen wir mal im Zentrum erstmal jetzt nur 3 arbeiten. Genau. Damit jetzt erstmal Eis produziert werden kann. So, genau. Er arbeitet nur nachts. Das ist okay. Probealarm. Alle haben gut reagiert, nämlich gar nicht. Alle haben die Reflexe einer toten Katze bewiesen und haben sich viel zu langsam bewegt. Und sind übereinander gestolpert. Ein Gang für die Verteidigung. Ein 4x breit, 7 langer Gang links und rechts vom Tor. Also, ah, okay, so meint ihr das. Ja, das kann man natürlich mal probieren. Aber ich würde vielleicht gerne noch warten, bis sie hier die Bäume noch ein bisschen weggemacht haben. Weil wenn wir da jetzt bauen, dann verschwinden, glaube ich, die Bäume immer, ohne dass die Ressourcen da richtig genutzt werden. Warum kriegen die hier eigentlich keine Beeren, frage ich mich. Was ist da eigentlich los? Beeren müssten wir doch... Da haben wir gar keine, sehe ich gerade. Okay, dann, warte mal. Warum haben wir keine Beeren? Was soll das? Warte mal ganz kurz. Jetzt habe ich hier natürlich auch... Okay, dann müssen wir mal gleich so eine Plantage mal machen. Warte mal, dann mache ich hier mal eine Prio. Prio hoch. So, dann müssen wir mal so eine Bärenplantage gleich mal bauen. Jetzt muss ich nur gucken. Das war, glaube ich, bei Produktion, wenn mich nicht alles täuscht. Das müssen wir noch schreif halten. Schreif halten, schreif halten, Nahrung. Gemüse und Bären. Gemüse kochen. Esstisch. Fleischkultivator. Futterhaufen. Grill, Kühlschrank, ach du meine Güte. Okay, 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 okay. Nicht durcheinander kommen jetzt. Glimmerbeerenbeet, genau. Wo bauen wir denn das jetzt hin? Passt das hier noch so ran? Nee, passt nicht. Ja, machen wir es hier hinten jetzt einfach. Soll der Geiz. Und direkt gegenüber schon mal so ein Gemüsebeet noch. Aber Glimmerbeeren braucht man, glaube ich, mehr, oder? Da müssen wir natürlich auch jemanden zuweisen. Und da ist natürlich gerade keiner übrig. Nehmen wir mal hier noch einen raus. Damit da bei den Bären gleich einer arbeiten kann, genau.
Das müsste man natürlich machen. Arbeitermanagement, was ist hier? Das ist ein Hochsymbol. Was ist das? Achso, weil da die Prio höher ist. Ja, okay. Genau, guck mal, weil dann kriegen nämlich die Forscher wieder Bären. Und auch für die Umwandlung der Humbis brauchen wir ja dann auch Bären. Toll, ich habe alles gekriegt, aber Bären habe ich nicht gekriegt. Das ist auch geil. Aber gut, das ist ja zum Bauen gedacht. Dann mache ich gleich noch ein Beet für Bären, komm. Bauen können wir es ja schon mal. Muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht die Wege zubaue wieder. Du hast 14.000 Schnee. Ach so, ja, dann brauche ich ja gar nicht so viele von denen. Dann pausiere ich die. Kann ich die pausieren? Irgendwie? Dass die nicht produzieren? Vorübergehend? Deaktivieren, hier genau. Dann deaktivieren wir die einfach. Wir lassen die schon stehen, aber wir deaktivieren die. Weil wir müssen ja, stimmt, wir haben ja genug Schnee, da brauchen wir ja den Schnee erstmal nicht produzieren. Genau, können wir ja erstmal das nehmen, was wir haben, genau. Gut aufgepasst. Richtig gut aufgepasst. Dann haben wir ja gleich noch freie Mitarbeiter jetzt. Die kann ich ja wieder ins Zentrallager jetzt erstmal packen. Also einen davon. Und der andere hier kann Beeren machen, genau, und Gemüse und so. Sieht doch gut aus. Arbeiter abziehen. Ja, ich hab's halt deaktiviert. Wir müssen ja nicht produzieren. Dann können wir uns auch den Strom dafür sparen. Braucht das Strom? Bestimmt braucht das Strom. Braucht immer alles irgendwie Strom. Genau. Nächster normaler Angriff. 13 Zombies. Warte, das sind ja noch weniger als im Tutorial, lol. Okay, aber dann steigert sich's hier halt langsam wahrscheinlich. Das ist ja richtig homöopathisch hier. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Können wir denn hier... Wir machen mal noch einen Fitnessraum. Genau, einen Fitnessraum für die Humbis. Der muss ja gar nicht so groß sein, glaube ich. Den mache ich jetzt mal hier hin. Den Humbi-Trainingsraum. So, dann machen wir dann hier mal eine Tür, weil die Humbis müssen ja auch schlafen. Und dann machen wir gleich mal hier den Doppeltrainer hier. Also ich hoffe, die normalen Humbis können die Stufe 2 Dinger auch schon benutzen. Ich weiß es jetzt nicht, keine Ahnung. Ich baue das jetzt einfach schon. Wie gesagt, kann man schon mal vorbauen. Vielleicht noch ein paar mehr Betten in den Schlafraum bauen und noch ein zweites Sofa direkt. Wie gesagt, wir müssen ja jetzt hier nicht drauf achten auf Klasse. Wir müssen jetzt nur auf Masse gehen eigentlich. So, so, so. Das ist ein Schlafraum, ey. Ich sag's euch. Ein riesen Gemeinschaftsschlafraum. Schon mal gleich verdoppeln. Gibt es denn jetzt einen besseren Zaun? Oder geht das nur aus Holz? Ich glaube, das kann man auch schreif halten. Gucken wir mal bei Bauen. Ja, genau, bei Bauen. Tor 2. Tor 2. Und Zaun 2. Wand 2. Tür 2. Versteckschränke. Sicherheitsschrank. Hier kann sich ein Arbeiter drin verstecken, wenn er von den Zombies wie. Das ist ja geil. Haha, das ist ja wie bei Outlast. Du kannst den Outlast-Schränke reinstellen, damit sie sich verstecken können. Okay, warte, das ist. Das können wir ja gleich mal machen. Warte mal, wo ist denn das? Mit den Schränken. Das ist hier bei. Wo sind die Schränke? Ich. Da! Warte, warte, hier. Das machen wir hier hin. Hier machen wir einen hin. Das sind wirklich so Spinde, wo sie sich verstecken können. Wie geil ist denn das? Das ist ja geil. Outlast-Schränke. Ich kann den Outlast-Schränke reinbauen. Das ist so lustig. Kann man die Schränke vor das Tor stellen? Damit sie sich draußen dann verstecken können oder was? Während die Zombies um sie rumtingeltangeln oder was? Ja, das wäre natürlich lustig. Aber jetzt will ich was mal gucken. Kann ich die Mauern upgraden? Alien Isolation, genau. Wobei Alien Isolation die Idee mit den Spinden ja eigentlich von Outlast hat. Also da wurde das zumindest zuerst umgesetzt. Ich glaube, upgraden geht nicht, oder? Ah doch. Warte mal, wir machen erstmal das Tor gleich mal neu. Und vielleicht hier vorne den Bereich. Achso, hier wollten wir ja eh auch nach vorne bauen, ne? Wegen dem Verteidigungsgang. Ah, das sieht schon stabiler aus, guck mal. Der Einzel-Untrick-Trigger-Bärchen, die haben an dich gedacht. Du meinst, die haben das gleich so gemacht, weil sie genau wissen, dass ich sowieso immer alles einzeln anklicke? Haben sie das extra für mich gemacht, dass ich das alles einzeln anklicken muss? Ja, sehr schön. Warte mal, jetzt muss ich so gucken, wie wir das am besten machen. Da müssen wir hier vorne, wollt ihr das so machen, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, okay, hier ist jetzt natürlich das Eisen. Das will ich jetzt nicht zerstören.
Täuscht das oder sehen die aus wie die Wiggles? Was, wie Wiggles? Die Wiggles sagen mir jetzt gerade nichts. Aber klingt auf jeden Fall lustig, der Name. Wiggles ist ein Spiel mit Zwergengnome, die Höhlen buddeln und die Halsbänder von Fenrix, dem Hund von Odin, suchen. Echt? Okay, das kenne ich gar nicht. Siehst du mal, was es alles gibt. Die Wiggles sehen anders aus, schreibt gerade jemand. Ja gut, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne das nicht. Also ich muss auch, ich überlege auch die ganze Zeit, an was mich die Nasen hier erinnern. Das sind auch Nasenlose. Guck mal, die haben auch keine Nasen. Das ist auch so ein Punkt. Es sind immer irgendwie Nasenlose bei mir. Bettstufe 2. Rudermaschine, was? Was ist das hier? Spielküche. Hau den Biber. Moment mal, Moment mal. Spieltisch? Da können sie ihre motorischen Fähigkeiten wieder erlernen. Ach, das ist ja interessant. Warte mal, wo muss ich denn das hinstellen? In welchen Raum? Wo gehört denn das dazu? Was ist das hier? Sonnenkollektoren. Ah ja, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Stromproduktion noch. Da so. Brauchen wir mal ein Windrad. Ah, das ist das Fitnesscenter. Hau den Biber. Komm, dann bauen wir mal da noch ein paar lustige Anlagen. Dann sehen wir ein bisschen, was die machen. Mich erinnert es ja schon so ein bisschen an so eine lustige Genremischung aus Tower Defense mit einer Mischung von Themenhospital so ein bisschen. Es hat schon ein bisschen sowas davon auch mit diesen Behandlungsmethoden für die Zombies und so. Und halt aber auch so Base-Aufbau und so. Also es ist schon irgendwie eine coole Mischung so. Eine Spielküche, ein Spielzeugofen, an dem Level 2 und Level 3 Humbies ihre motorischen Fähigkeiten wiedererlernen können. Okay, nehmen wir mal hier noch die Rudermaschine dazu. Rudermaschine ist auch eine ziemlich geile Sache, glaube ich. Aber ist immer so ein bisschen so eine Platzfrage hier. Ich weiß nicht, ob ich denen dann jetzt hier schon wieder das zubaue. Ich weiß immer nicht, wie viel Platz ich denen lassen muss. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich denen nicht genug Platz lasse und dass sie dann da nicht richtig rankommen. Strom brauchen wir noch. Nimm mal da so einen geilen Strommast hier. Der Wahnsinn, meine lieben Freunde, der Wahnsinn. Das Windrad steht und die Verteidigung hier steht auch schon. Warte mal, dann können wir den Zaun ja eigentlich da abreißen an der Stelle. Machen wir das mal weg. Genau. Dann können sie nämlich hier, dann können wir hier nämlich dann die Schneekanone hinsetzen eigentlich. Ja, wir müssen sie erstmal das natürlich aufmachen. Hier sind sie noch nicht fertig jetzt. Okay, sehr schön. Dann machen wir jetzt mal noch das Versetzen von der Schneekanone. Also nicht Schneekanone, sondern hier die Schneeballkanone, genau. Die setzen wir dann dahin. Wie viel haben wir denn da jetzt drin? Ist da genug Munition drin? 150 von 150, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal sehr nice. Jetzt wird es gleich wieder Nacht. Und ein mutiger Ingenieur trägt einfach da noch eine Wand raus. Ein mutiger, irrer Ingenieur. Oh nein, da ist ja kein Strom da vorne. Strom, Strom, Strom. Sie kommen. Alarm. Mal alles hier mal zumachen, das Tor. Jawohl, Eiskanone läuft. Schnell da den Strom noch hin. Jawohl, und? Yes, sind da jetzt noch 150 drin? Ja, sind noch 150 drin. Das ist jetzt schon die Stufe 2 Kanone. Die hat jetzt ein bisschen mehr Bums als die Stufe 1. Also die hat eine höhere Schussfrequenz wahrscheinlich. Und da wir ja nur eine Horde von 15 haben, sollte das eigentlich kein Problem sein. Guck mal, die wären noch gut eingeeist da jetzt schon. Nicht schlecht. Wie ist das eigentlich, wenn die Schneekanone vom Radius her jetzt meine Leute auch mit drin hat? Frage ich mich gerade. Wären die dann auch eingeeist eigentlich? Das ist jetzt mal eine spannende Frage. Sieht aber nicht so aus, wa? Das wirkt sich nur auf die Zombies aus. Mann, da haben wir schon zwei vereist. Ey, guckt euch mal an, wie schnell das geht, ey. Wenn wir dann auf die andere Seite noch eine Zweierkanone bauen, dann läuft das richtig. Da klopft einer an der Seite. Ja, ach, ab und zu klopfen sie mal an der Seite. Aber das sind ja die fortschrittlichen Wände hier. Das sollte ja kein Problem sein eigentlich. Ja, ach, da, hier, guck mal, die Omi. Guck mal, die schläft da. Macht gar nichts. Der eine haut den anderen. Sehr gut. Schön ins Gesicht. Warte. Will mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ne, hier ist nichts. Yo, guckt euch das an. Wir sind alle schon fast vereist. Ey, wir müssen schon gar nichts mehr machen. Wir können gleich die Tür einfach aufmachen. Sehr nice. Guckt euch das an.
Schon da wöhnen, meine lieben Freunde. Sie werden eingeeist. Das ist ganz schön frustrierend für die Zombies. Wir legen sie auf Eis. Die sollen alle mal cool bleiben. Ja. Einen kühlen Kopf bewahren und so. Die sollen mal chillen. Vielleicht sind es die Nasenlosen von Oxygen Not Included. Mach sie kalt. Macht sie kalt, genau. Macht sie richtig kalt. Was ist denn mit der Schneekanone los? Hat die keine Munition mehr oder was? Hat gerade aufgehört. War wohl einer nicht am Arbeiten gerade. Cooldown zum Runterkommen. Ja, das ist der ultimative Zombie-Cooldown gerade. Das ist ja nice. Guckt euch das an. Da wird er eingefroren, der letzte. Es ist nur noch einer, oder? Zwei sind da noch. Die Omi da, die kommt da nicht mehr weg. Mallory Lazarus. Sehr schön. Ist ja ein bisschen geil. Ja, jetzt kommen die da wieder nicht hin, oder was? Ach, das ist doch... Ich weiß nicht, die Wegfindung ist ein bisschen doof. Warte mal, ich versuche mal hier noch ein bisschen mehr Platz rauszuschinden irgendwie. Wenn das irgendwie geht. Wir bewegen das Windrad mal nochmal woanders hin, würde ich sagen. Die sind ja da jetzt eingefroren. Die bleiben ja da jetzt auch eine Weile eingefroren. Ich schieb mal das Windrad hier hin. Und wir machen mal den Raum hier hinten noch mal ein bisschen größer, wenn das geht. Ich glaube, wir können jetzt die Ausgangssperre schon aufheben, tatsächlich. Und das Tor wieder öffnen. Weil, die sind ja alle eingefroren jetzt. Okay. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Was ist das jetzt? Nicht genug Arbeiter, keine Verbindung zu einem Stromkreis, nicht genug Energie, falsche Raumart. Hä? Ach so, weil ich da jetzt auf Flur gewechselt habe. Okay. Ich kann... Hä? Okay, kein Plan. Warum kann ich das ändern? Wenn ich mich doch umentscheide und dann da an der Stelle lieber ins Fitnesscenter haben möchte und kein Forschungslabor. Okay. Jetzt kommen sie plötzlich da wieder hin. Ich habe gar nichts verändert. Ich habe gar nichts anders gemacht. Ich habe nur das Windrad umgestellt. Und jetzt kommen sie da ran. Hä? Okay, komisch. Keine Ahnung. Die Wegfindung ist, glaube ich, noch ein bisschen problematisch. Genau, mich erinnert es auch so ganz leicht an Dungeon Keeper. Gratulation, du hast deinen ersten Zombie zu einem Level 1 Humbi geheilt. Der Weg zum Level 2 Humbi kann beginnen. Kümmere dich gut um deine Level 1 Humbis oder sie könnten wütend werden. Gib ihnen Fleisch und stelle ihnen einen Trainingsraum zur Verfügung. Du wirst folgendes brauchen, um Level 2 Humbis zu erreichen. Technologiestufe 2, Heilungsfortschritt. Level 2, den du erreichen kannst, indem du Level 1 Humbis ins Moselab schickst. Eine Behandlungskammer 2 und gegrilltes Fleisch. Viel Glück. Neues, meine lieben Freunde. Ja, das sollte ja easy sein, oder? Haben wir schon den Level 1 Zombie. Guck, und jetzt ist das hier auch näher dran. Jetzt müssen sie nicht so weit laufen, um die Ressourcen zu holen. Auch wenn sie ja alle gerade wieder wie in der DDR anstehen müssen. Immer schön eine Schlange bilden, genau. Oder die stehen einfach aus Langeweile da. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Manche Leute stehen halt auf Schlange stehen. Die stehen halt einfach drauf, die können gar nicht genug von kriegen. So, da kommen wieder Freiwillige, ich meine natürlich Zombies. Immer schön mitnehmen, genau. Und das ist auch recht nah dran. Und so können wir die halt relativ schnell jetzt abfertigen. Ja, von hier werden sie gleich hier reingepackt, von hier kommen die Ressourcen. Immer zack, 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 zack. Und dann läuft das, meine lieben Freunde, läuft das. So, jetzt machen wir hier noch die Wand kaputt. Schön alles einzeln abreißen. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz und dann können wir da die Verteidigungsanlagen da nach vorne setzen. Würde ich sagen. So machen wir das. Also können wir da noch so einen Schneeballwerfer noch hinbauen. Was meinst du, was dann los ist, wenn da mal eine große Horde kommt? Größere Horden, wie war das, kommen alle 10 Tage? Dann passt das doch. Verteidigung. Schneeballwerfer. Genau, den machen wir jetzt einfach dahin. So, dann können wir sie hier schön in die Zange nehmen, von links und rechts. Das ist doch gut. Das ist schon tausendmal besser als im letzten Mal beim Tutorial, wo wir da noch rumgetingelt haben. Das sieht schon viel geiler aus. Zugegeben, man muss sagen, es ist natürlich jetzt mit Sandbox-Ressourcen gebaut, ja, ein bisschen Ressourcen zum Bauen. Aber ich meine, es geht ja ums Design, ja. Es geht ums Design, meine lieben Freunde.
Lecker Hirn, genau. Kannst du tagsüber mit der Schneekanone nachkühlen, damit sie nicht auftauen? Ich weiß gar nicht. Gute Frage. Was ist denn, wenn ich den hier tagsüber arbeite? Ja gut, da gibt es jetzt halt keinen, der das machen kann. Oder, ja, Zombies können wir ja da nicht arbeiten lassen. Warte mal, wir müssen mal irgendwie mal einen Job ersetzen durch... oder mit Zombies hier. Oder Humbis meine ich natürlich. Lass mal hier Humbi arbeiten und hier auch nochmal ein Humbi arbeiten, genau. Das ist immer schön Fleisch am Start. Das können wir gleich hier mit den von den Humbis mal machen lassen. Fleischhumbis. Die Geräusche von denen. Herrlich. Es ist unglaublich. Es ist so unglaublich. Na, wie viele haben wir schon jetzt hier? Warte, da fehlen Bären. Nicht genügend Bären. Das gibt's doch gar nicht. Da müssen wir mal irgendwie einen Sammelposten noch machen für Bären. Warte, hier brauchen wir noch Strom, sehe ich gerade. Stromsammelstrom. Mach mal so, genau. So sieht das doch gut aus. Es ist auch da drüben noch verbunden und so. Nice. Jetzt hat er es gemerkt. Ja, genau. War jetzt eigentlich mal ein Humbi außer Kontrolle. Nee. Den ging es eigentlich soweit gut bis jetzt. Die hatten ja immer auch genug zu essen eigentlich. Und ein Fitnesscenter haben sie ja auch. Also das sollte eigentlich laufen. Und hier haben wir auch zwei auf Tasch schon. Die Humbis. Da sehen sie. Gucken sie. Okay. Hey. Moment. Wo können wir die denn noch einstellen jetzt eigentlich? Ich überleg gerade. Nee. Wo brauchen wir noch? Hier, vielleicht hier im Hauptquartier. Genau, warte mal. Da haben wir ja auch. Da können wir doch auch noch welche einstellen hier. Genau. Will ich jetzt schon welche zurückschicken? Ich weiß nicht. Mehr Sammler einstellen. Ah ja, stimmt. Das können wir machen. Das ist absolut korrekt. Vielleicht tatsächlich nur Humbis als Sammler. Wenn gleich noch welche umgewandelt wurden. Da werden ja immer noch welche gewandelt jetzt. Wandelt die Humbis. Humbelt die Wambis. Humbis zum Garten, ja auch da, stimmt, da können wir auch noch welche vertragen eigentlich. Jetzt habe ich die alle schon da ins Zentrum reingesteckt. Aber da sind sie anscheinend auch. Okay, da stehen sie noch rum. Warte, dann nehmen wir sie hier wieder raus. Und stecken sie lieber hier rein. Humbi. 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 Humbumbi. Ja, jetzt mangelt es an Bären. Wir brauchen echt noch eine Plantage eigentlich. Ich baue noch eine Plantage, noch eine Bärenplantage. Da ist jetzt gerade der Engpass so ein bisschen am Start. Jetzt muss ich nochmal gucken. Bei Produktion war das Himbelbeeren. Moment. Ah, man sieht das immer so schlecht, wo der Stand ist. Genau, hier. Mach ich mal dahin jetzt. So. Können wir da auch noch ein Humbi reinpacken. Nein, unsere Bären reichen nicht aus. Wie ärgerlich. Aber immerhin. Wir haben nochmal ein Badge. Das ist nice. So, die müssen jetzt hier auch essen. Wir müssen noch ein bisschen aufs Essen achten. Dass wir da immer schön genug zu futtern haben für die ganzen Humbis. Wie da einfach jetzt zwei Leute stehen. Warte mal. Mach das doch so, dass einer nachts arbeitet und einer tagsüber. Der Humbi tagsüber und der andere nachts. Oder umgekehrt. Machen wir es umgekehrt. Humbi tagsüber, Humbi nachts und Mensch am Tag. Das ist doch eine gute Idee. Machen wir es so. Denn ich glaube, die Humbis sind bei Nachtarbeit besser dran. Würde ich mal jetzt stark annehmen. Und genau so können wir das hier eigentlich auch machen. Obwohl. Ne, warte mal. Hier lassen wir die Humbis tagsüber arbeiten. Genau. Das sind dann die Humbis, die nachts dann da Essen produzieren können.
Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, dass man die in beiden Schichten arbeiten lässt. Wahrscheinlich kommt dadurch auch die Erschöpfung zustande. Dass die vielleicht dann einfach keine Zeit haben, um sich zu erholen. Schnee anmachen. Ja, es geht ja nicht. Ich weiß ja nicht wie. Also, ja. Müsste halt da jemanden hinpacken, aber jetzt ist ja gerade keiner wieder zur Verfügung. Nein, die Zombies sind gleich aufgeteilt. Die Hum-Zombies. Weil wir nicht genug Bären haben. Mist, es fehlen Bären. Ach ja, dann ist es halt so. Kommt ja eh gleich wieder Nachschub. Ich habe halt leider gerade keinen. Warte mal, ich kann ja mal hier einen rausnehmen. Und dann hier noch einen reinmachen. Der am Tag. Okay, ist egal. Zu spät, zu spät, zu spät. Dann wieder raus mit dir. Und wieder rein mit dir. Ich verwirre meine Leute komplett. Erst arbeiten, dann nicht arbeiten. Dann am Tag, dann in der Nacht. Dann hier arbeiten, dann dort arbeiten. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Hier, da, nein, ja, was, wie, nein, doch, oh. Aber ich glaube, wir brauchen auch noch Träger, oder? Noch ein paar Transportmitarbeiter. Okay, da können wir auch Humbis einstellen eigentlich dann. Die brauchen einen Psychiater, ja, das brauchen sie auf jeden Fall. Ich meine, bei dem Blick, den die Humbis haben, brauchen sie auf jeden Fall einen Psychiater. Definitiv. So, was wir vor allem brauchen, ist die nächste Stufe. Wenn wir gleich nochmal nachts noch ein paar Zombies bekommen haben. Und dann die in Humbis, also die nächsten Humbis, die wir kriegen, die werden jetzt dann ans Labor abgeliefert, damit wir die nächste Stufe bekommen. Damit wir schon mal dann die Humbis Stufe 2 bekommen. Da bin ich nämlich auch sehr gespannt drauf, wie sie sich denn so schlagen. Sehen schon ganz schön durch aus. Ich habe auch solche Augen, wenn ich mal wieder bis 7 Uhr morgens Videos geschnitten habe. Sehe ich genauso aus, gucke ich genauso. Auch so mit diesem debilen Grinsen. Ich verstehe nur Humbi. Der Humbi, der Humbi. Der war schon ein Schlumbi. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir zwei Schneeballkanonen und eine Schneekanone. Bin ich mal gespannt. Machen wir gleich Alarm an. Alarm! Alarm! Sie kommen! 7 Zombies nur? Sehr lächerlich. Alarm! Alarm! Wie sie da kauern. Jawohl, das war aber knapp. Das war gar nicht so ohne jetzt. Die waren halt ganz schön weit rausgelaufen schon, haben ganz schön lange gebraucht, bis sie drin sind. Also muss man natürlich dann aufpassen, je weiter die rauslaufen müssen, um Ressourcen zu sammeln, desto länger brauchen sie auch, um reinzugehen. Jawohl, guck mal, da war schon einen vereist. Sieht gut aus. Das sieht so gut aus. Die haben überhaupt keine Chance. Guck euch das mal an. Hallo. Winke, winke. Wir wollen mal rein und mal vorbeischauen, was hier so abgeht bei euch. Lass mich durch. Lass mich durch am Anfall. Was macht ihr mit uns? Ah, es ist so kalt. Oh, sind das schon 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das sind sie schon. Das ist jetzt schon gewesen. Das war schon die ganze Horde, Mann. Weißt du, ich habe jetzt schon voll die krasse Verteidigung am Stand und kommen dann nur 7 Zombies. Jetzt können wir die Türen schon wieder aufmachen. Das ist jetzt schon gewesen. Das war's schon. Türen auf. Ausgangssperre aufheben. Können sie schon wieder weiterfahren. Die Zombies haben echt realistische Geräusche. Ja, kann man schon so sagen. Vor allem die vereisten Zombies. Hallo?
Haben sie gekifft oder warum haben sie so große rote Augen? Nee, die sind einfach lange wach geblieben. Guck mal, wenn die jetzt erst angelaufen kommen nachts, dann machen die immer die Nacht durch, die Zombies. Ja, kein Wunder, dass sie rote Augen haben. Und an dieser Stelle endet diese Folge Zombie Cure Lab. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Zombie Cure Lab, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung. Möglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao!